Moin moin Leute, ich bin's, der Seals von Team Apotheke und heute mal eine kleine Runde WoT. Dieses Video werde ich gleich mal benutzen, um einige Themen anzusprechen. Ja, aber vorher gucken wir erstmal, was so abgeht im Gefecht. Und zwar spielen wir heute mit den AMX-12T, französischer Leichtpanzer. Zurzeit mein Lieblingspanzer. Und Top-Tier bei uns T32, dann der Tiger 2 und der Panther 2. Im gegnerischen Team IS-3, KV-4 und Tiger 2. So, da ich Scout bin, müsste ich eigentlich scouten, was ich allerdings nicht da oben mache, sondern woanders. Weil ich keinen Bock habe, von den Heavys weggeschossen zu werden. Und fahre dann einfach mal den T25. Ne, den fahre ich nicht hinterher. Das ist die Metzelgasse. Die ist nicht gut für mich. So. Ist auch mal gut, dass wieder WoT kommt. Ja, das letzte Mal noch mit dem Tino. Und dem Maurice. Aber jetzt nicht mehr. So, jetzt brauche ich noch eine Stelle, wo ich mich hinfläzen kann. Ja. Hier nicht, dort nicht. Rot. Ja, und AMX 1333, komme ich auf 30, 1375 ist dann der nachfolgende Panzer vom 12T. Und den will ich unbedingt haben. Und da fehlt mir auch nicht viel. Juri, ich helfe dir. Los. Dunk. Sauber. Ihr seht, kann ich hier noch recht gut spielen. Zieh mich nicht an, zieh mich nicht an. Er zieht mich an. Und, jawohl. Ich weiß zwar nicht, was ich dort getroffen habe, aber ich habe irgendwas getroffen. So. Jetzt zu dem, was ich ansprechen wollte. Und zwar haben wir demnächst vor der Blue Toasty und der Moin XD Gamer, beide unten verlinkt, haben vor ein Skyblock Projekt zu machen zu dritt. Und ja, das ist das erste, was ich euch sagen wollte. Und das, jo, läuft, Alter. Das zweite ist, wir machen auch zu dritt noch eine Minigame-Serie, wo wir verschiedene Spiele anzocken werden, zum Beispiel Curve Fever oder ja, was kann man noch spielen? Curve Fever oder was weiß ich, Billard. Das werden wir alle spielen oder versuchen es. Und soweit ich weiß, soll das dann immer sonntags kommen. Aber dort weiß ich nicht, ob das, ob ich das hinkriege mit dem Hochladen. Jo. Okay, IS-3. Opfermodus, habe ich gehört. Weiß ich, wieso Abpraller? Welche krasse Lex oder was? Sauber, sauber, sauber. Super. Bin noch Gold. Okay, Gold. Bestes Englisch, ey. So. Ja, und das war's eigentlich schon
mit Projekten in nächster Zeit und ja, demnächst kommt noch mal eine Folge mit dem Plutosi Planet Side 2. Eine Folge flacher geht's nicht mit ihm. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Cut. Hey Leute, hier sind wir auch schon wieder nach dem Cut. Und dieses Mal spielen wir auf Stalingrad. Habe ich bis jetzt nur einmal gespielt, ist eine neue Map im WoT. Und Top Tier bei uns im Team: Amix M445, französischer schwerer Panzer, der Tiger 1, deutscher schwerer Panzer und der E25, sprich ich. Ein deutscher Premium-Panzer, den ich mir mal gegönnt habe vor einem halben Jahr und den ich auch sehr mag. Also, es ist ein Jagdpanzer. Im gegnerischen Team haben wir einen Black Prince, britischer schwerer Panzer, dann den Tiger P, auch ein schwerer Panzer, glaube ich, von den Deutschen und eine SU 122-44, ein Jagdpanzer der Russen. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hier hin soll. Jo, ich werde jetzt einfach mal hier stehen bleiben und gucken, wo ich dann gebraucht werde. Jo. Oder erstmal gucken, wie sich's aufteilt überhaupt. Und Artis haben wir drei. Eine Grille. Eine M44 und ein GW Panther. Und die anderen, eine SU-8, eine Grille und eine SU-14-1, die gar nicht mal so schlecht ist, die ist sehr stark. So. Uns für eine Richtung entschieden und dann auf geht's. Also wundert euch nicht, wenn ich mich auf der Map hier irgendwie verirre oder so. Oder irgendeinem Scheiß zusammenfahre. Ich bin die noch nicht gespielt. Ich habe auch seit knapp einer Woche nicht mehr gespielt. Also daran dürfte es jetzt nicht liegen. Ja, kriege ich nicht. T150, Angst. Und da kriegt man rein. Jo, wahrscheinlich. Juris. Ich bin tot. Bleib ruhig, Sils. Bleib ruhig, Boots. Schon wieder Damage gemacht. Sauber. So, dann werde ich mal dem Tiger hier helfen. Auf was schießt er? Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Wo ist der Tiger? Der Tiger ist hier. Ein SU-85. Da werde ich doch mal helfen. T-150. Das ist ein schwerer Heavy. Was, wie, wo, wann? Oh Mann, ey, nicht etwas. Jo, läuft. Oh, nicht gesehen, nicht gesehen, nee. Jawohl. Super. Arti, GG. Muss ich mal anders fahren. So. Wir haben erst 140 Damage gemacht. Ich sollte mich mal beeilen. Mit Damage drücken. So viele sind auch nicht mehr da. Aber wie ist denn da?
sauber. So. Jetzt weiter. So, wir haben hier noch einen Black Prince. Den werde ich versuchen mit zu snacken. Mit zu snacken. Das ist nicht gut. Kreis ist nicht gut. Aber zu helfen. Gut, ich glaube, dem brauche ich nicht mehr helfen. Oh, das ist der KV85. Nee, dem brauche ich nicht helfen. Ich wollte aber dem hier helfen, den Black Prince wegzukriegen. Blick bei mir. Sauber. Einer lebt noch. So, dann haben wir noch schon zwei Kills. Gut. Einer fehlt noch. Wo ist er? Nicht Captain. Ich will den letzten jetzt haben. Ich such den jetzt. Jo. Ach, der Tiger ist da unten. Ja, wahrscheinlich nicht mal. Wo fahr ich lang? Leute, was ist denn los mit mir? Kill him. Tiger P ist das. Ja, gut, sauber. GG. Jo. War eine relativ gute Runde. Jo. Was haben wir denn hier für ein Abzeichen gekriegt? Brandstifter. Stecken Sie ein gegnerisches Fahrzeug in Brand und zerstören Sie es dadurch. Hab ich gemacht. So, dann haben wir insgesamt 806 Damage gemacht. Und wie viel? 830. Naja. Gut, am viertmeisten Damage gemacht. Das ist super. Und Credits habe ich bekommen. 21.516. Und das Fahrzeug zu reparieren und Munition nachzufüllen wurde abgezogen und insgesamt habe ich dann 18.055 gekriegt und an Erfahrung 2.774 Erfahrung bekommen. Ja, wenn ihr wollt, dass mal wieder ein bisschen mehr WoT kommt, dann schreibt in die Comment, lasst einen Daumen nach oben da, oder wir freuen uns auch sehr über ein Abo. Dann würde ich sagen, war's das für diese Runde und ciao Leute, bis zum nächsten Video.